Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ihr habt entschieden, wir machen mit Holland weiter in unserem Projekt in 375 Jahren um die Welt. Und damit geht es los. Und ich freue mich sehr, wir haben das Jahr 1753. Und wie gewohnt werde ich in der ersten Folge nicht spielen, sondern wir reden über die Geschichte Hollands, die Geschichte der Niederlande eigentlich. Und wir schauen uns an, wie ist hier der Stand, sozusagen in der alternativen Geschichte und was sind unsere Ziele, was wollen wir erreichen. Also fangen wir an mit den echten Niederlanden. Und da muss man eigentlich anfangen mit der ersten Blüte dieser Gegend, die vereinigt wurde unter den Burgundern. Also der Aufstieg begann in gewisser Weise in dieser Zeit, im 15. Jahrhundert, unter Philipp dem Kühnen, der durch eine Hochzeit hier zusätzlich zu den Stammlanden der Burgunden hier diese niederen Landen, also die Gebiete um diese Flussmündungen dazu bekommen hatte. Im Rahmen sozusagen dieser Ehe hatte man dann noch weitere Erwerbung gemacht, sodass das hier ein ansehnliches Gebiet war aus Holland, Brabant, flandernischen Provinzen. Schon zu dieser Zeit organisierten sich die Stände dieser niederen Lande, der Niederlande, ja in Form von Vertretungen ihrer Provinzen. Und seitdem nennt man das eigentlich Generalstände. Das ist also nicht nur eine Institution der Republik, der späteren, sondern schon in dieser Zeit. Und ja, sie traten auch relativ selbstbewusst schon den Burgundern gegenüber, denn die wollten natürlich diese Gebiete gewissermaßen vereinigen, zentralisieren, modernisieren. Und dagegen wehrten sich durchaus die Städte und die Provinzen, weil sie wollten natürlich möglichst unabhängig bleiben oder weite Privilegien behalten. Darum ging es immer. Schon in dieser frühen Zeit, im 14., 15. Jahrhundert, waren die Städte hier in dieser Gegend, gehörten zu den größten Europas. Gerade Gent und Brügge waren zwar kleiner als Paris, aber ansonsten die größten Städte in Westeuropa. Schon in der Zeit war der Handel eines der wichtigsten Einnahmequellen. Und Brügge ist sicher allen bekannt, die sich mit Hanse-Geschichte beschäftigen. Es war ja auch ein Kontor, Standort der Hanse. Aber Brügge war nicht nur irgendwie ein Außenposten der Hanse, sondern war sozusagen selbst Umschlagplatz für andere Warenströme und wurde auch immer stärker, beziehungsweise die Funktion von Brügge übernahm dann später Antwerpen, weil Brügge teilweise dann zu stark im Hinterland war, weil der Hafen versandete und so weiter. Es war ein Grund dafür. Wie auch immer, warum war diese Region so handelstechnisch interessant? Weil sie ein Drehkreuz war, aus verschiedenen Gründen. Man importierte englische Tuche, die aber noch nicht endverarbeitet waren. Und die verarbeitete man weiter, färbte sie und entverarbeitete sie. Und die wurden dann gern von den Hanse-Kaufleuten gekauft, im Ostseeraum weitergekauft und von den deutschen, oberdeutschen Kaufleuten, die dann die Flüsse runtergebracht haben. Und ein dritter Warenstrom kam sozusagen aus dem Süden, vor allem von Portugal. In der Zeit, als der Amerika-Handel noch nicht so relevant war, ging es vor allem um den Asienhandel, den die Portugiesen zu dieser Zeit dominierten. Aufgrund ihres Weges um Afrika herum, wo dann halt wertvolle Gewürze und alles Mögliche kam. Und die brauchten wiederum die Güter der Oberdeutschen und so weiter und so, kam alles zueinander und es wurde ein großes Drehkreuz. Insgesamt, das ist jetzt schon eine spätere Entwicklung, muss man sagen, profitierte dann dieses Drehkreuz auch von der Verlagerung des Handels hin von der Ostsee und dem Mittelmeer in Richtung Atlantik. Das war die große wirtschaftliche Entwicklung der frühen Neuzeit. Also ansonsten in der vorherigen Zeit dominierte eben dieser Handel von der Seidenstraße her übers Mittelmeer und natürlich dieser ganze Ostseehandel, den die Hanse dominierte. Und das wurde aber verschob sich völlig mit der Entdeckung Amerikas und mit den neuen Warenströmen. Und da war eben Antwerpen, Warbrücke, waren die Niederlande schon ein etablierter Handelsstandort und profitierten dort im besonderen Maße. Da gab es sicher noch mehr Gründe, aber dies war einer davon. Wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung war auch die Tatsache, dass aufgrund dieses intensiven Handels auch mit dem Osten, mit der Hanse und aufgrund ihrer schlechten Böden konnten sie selbst nicht
Getreide im ausreichenden Maße anbauen und importierten das. Das konnten sie sich auch gut leisten aufgrund der guten Geschäfte. Das heißt aber, dass den Boden, den sie hatten, mussten sie also nicht für Getreideanbau nutzen und konnten das für ja eine intensivere Landwirtschaft nutzen, für Milchviehwirtschaft und für Gemüseanbau, später dann auch Blumen. Daraus entstand die bis heute irgendwie wirksame Tradition in Holland, das Gemüseland, das Käseland, also die veredelten landwirtschaftlichen Produkte, die hochwertigen, auch das stärkte die Wirtschaft weiter. So, die Burgunder, mit dem dritten Burgunderherrscher nach Philipp dem Kühnen kam Philipp der Gute, der eben diese Zentralisierung und Vereinheitlichung durchsetzen wollte. Dann kam Karl der Kühne und der machte eine sehr kühne Außenpolitik, die dann am Ende ziemlich scheiterte, insbesondere gegen Frankreich. Er wollte sein Reich hier als eigenständiges Königreich zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich etablieren. Das ist ihm nicht gelungen. Hinzu kam, dass das sozusagen durch eine für die Burgunder unglückliche Konstellation es zu einem Erbfall kam. Also die Tochter des Herzogs starb relativ früh. Sie war verheiratet mit einem Habsburger, mit dem Maximilian. Und als der dann zur Macht kam, erbte er gewissermaßen diese ganzen burgundischen Besitzungen. Dann gab es noch andere komplizierte Fälle, so dass dass Spanien dann in die Hand der Habsburger kam. Und daraufhin also diese Niederlande spanisch wurden. Das ist für die Geschichte ja sehr wichtig dann später und auch sehr bekannt eigentlich. Ich habe noch eine Sache vergessen beim Wirtschaftswesen, neben den genannten Aspekten, aufgrund der Tatsache, dass hier das so eine Art Drehkreuz war, das ist eines der vielleicht das wichtigste Handelszentrum in Nord- und Westeuropa war, entwickelte sich natürlich dort auch die Finanzwirtschaft, das Kreditwesen, das Börsenwesen. Es wurde also ja auch sozusagen in der im Finanzkapitalismus ein wesentlicher Träger dort. Außerdem Bierbrauerei und vor allem Schiffbau. Schiffbau ganz, ganz wichtig. Es wurden unglaublich viele Schiffe gebaut in Holland und vor allem auch schiffbauische Innovationen. Man entwickelte standardisierte Typen, die man relativ schnell bauen konnte, die sehr effizient waren und so weiter. Bekannt geworden ist natürlich die Geschichte der Niederlande vor allem durch ihren Freiheitskampf gegen die spanische Herrschaft. Damit sind die Niederlande, die dann entstanden, im Prinzip der erste Staat in der Neuzeit in Europa, die infolge einer Revolution entstanden ist. Es gibt mehrere Interpretationen darüber, was die Gründe waren für diese Revolution. Einmal sicher der reine Freiheitswillen, nicht unter spanischer Herrschaft zu stehen. Es gab auch Bemühungen dann im 16. Jahrhundert der Spanier dort, mit die ganze Regierung mit spanischen Vertretern zu besetzen. Man spricht dort von einer Hispanisierung, gegen die wehrten sich die reichen Bürger dort. Das war sicher ein Aspekt. Dann könnte es durchaus auch ein religiöser Konflikt gewesen sein, denn zu diesem Zeitpunkt waren die Niederländer schon, sie waren schon kalvinistisch. Das war ihre Richtung, die sie dann am Ende eingeschlagen haben. Und das wurde wiederum durch die spanische Inquisition hart verfolgt. Und da gab es große Konflikte und sicher war es auch ein sozialer Konflikt. Es gab so gut wie keinen Adel in den Niederlanden oder nur geringfügig. Ein unfassbar starkes und reiches Bürgertum. Und die wollten natürlich an der Macht beteiligt sein, was unter den Spaniern nicht möglich war. Also auch in der Hinsicht gab es ausreichend Konfliktstoff. Der Krieg endete nach langer Zeit so, dass es eine Spaltung gab. Die wallonischen Besitztümer blieben vorerst unter spanischer, kamen dann später unter österreichischer Herrschaft. Der nördliche Teil, so ungefähr diese Linie hier, die spaltete sich dann ab und wurde unabhängig. Interessant ist, dass es nicht sofort irgendwie eine Republik wurde, sondern dass man erst verschiedenen Adelshäusern die Herrschaft angetragen hatte, also bis hin zur englischen Königin, die das aber abgelehnt haben, weil die Bedingungen ihnen nicht passten. Das war natürlich an Bedingungen geknüpft der Generalstände und der Generalstaaten. Und dann haben sie sozusagen notgedrungen das Heft des Handelns selbst in die Hand genommen und wurden eine Art
Republik. Und das ist schon eine sehr, sehr erstaunliche und nahezu einmalige Entwicklung in Europa. Organisiert war das so, dass diese Generalstaaten war sozusagen die Hauptversammlung der Vertreter der Provinzen. Die waren zuständig für die Außenpolitik, für die Handelsgesellschaften, für die Zölle. Ansonsten gab es auch eine hohe regionale Autonomie in den einzelnen Provinzen. Geführt wurde das durch einen Staatsrat und die wichtigste oberste Verwaltungsposition war dort der Ratspensionär oder der Landesadvokat, wie er auch hieß. Ein weiteres wichtiges Amt und ein besonderes Amt war der Statthalter, den sie behalten hatten als eigenes Amt. Und das war insofern interessant, weil der wurde mit fürstlichem Rang besetzt. Er musste also ein Adliger sein. Und zwar war es immer einer aus dem Haus der Oranier, aus historischen Gründen. Und dieser Statthalter hatte gewissermaßen quasi monarchisches Ansehen. Das ist eine sehr besondere Zwitterposition, dieses Amt. Der hatte die Funktion, die Justizaufsicht, der war für religiöse Fragen zuständig und führte das Militär im Kriegsfall. Nach dem ersten Wilhelm von Oranien, der im Wesentlichen für diesen Freiheitskampf verantwortlich war und den geführt hatte, nachdem der gestorben war, schuf man dieses Amt erstmal wieder ab. Aber man setzte es dann immer mal wieder in Kraft und setzte dort einen Oranier rein, der dann, also gerade im Konfliktfall und im Kriegsfall, der dann dort Statthalter war. Im 17. Jahrhundert, das war das goldene Zeitalter mit Sicherheit der Holländer, dominierte vor allem der Konflikt mit den Engländern, gerade hier sozusagen um Handelsfragen. Die Engländer sahen, wie stark die Holländer waren, wollten das einhegen, beschlossen bestimmte Gesetze, die es verboten hatten, dass fremde Schiffe überhaupt Handel mit England betreiben durften und so weiter. Das kam also zu großen Konflikten, zu mehreren Kriegen, die teilweise zugunsten der Holländer, teilweise unentschieden, am Ende zugunsten der Engländer ausgegangen sind. Man muss verstehen, dass es so war, dass die große Stärke war, wie gesagt, diese holländischen Schiffe und die Seeleute, die waren extrem gut geführt, sauber, effizient, dadurch zuverlässig und sicher und sie konnten sehr geringe Frachtkosten gewissermaßen anbieten, also Frachtgebühren nehmen und dadurch waren sie ja konkurrenzlos günstig und dominierten den Markt. Also das war nicht so, dass sie selbst unbedingt alles gehandelt haben, sondern sie haben sich gewissermaßen als Reeder verdient gemacht. Und das war teilweise so, dass im großen Maßstab, also der englische Handel mit den englischen Kolonien in Nordamerika durch holländische Schiffe abgewickelt wurde. Selbst ein Teil der Hansestädte konnte ihren Handel nicht mit eigenen Schiffen vollziehen und griff zurück auf die Holländer. Was man unbedingt erwähnen muss, ist die Westindische Kompanie, wenn man über die Niederlande spricht. Also sie haben dann im 16., 17. Jahrhundert, also im 16. schon ihre kolonialen Aktivitäten ausgedehnt. Vor allem wichtig sind natürlich ihre südostasiatischen Kolonien. Interessant ist aber nebenbei, um das Startkapital dazu bekommen, wurden Anleihen ausgehoben, die Leute beteiligten sich. Aber ein riesiges finanzielles Startpolster bekam man, weil einer ihrer Freibeuter eine spanische Silberflotte überfallen hatte, die gerade aus Kuba kam, mit 11 Millionen Gulden. Und das war ein wunderbares Startkapital. Ja, man eroberte auch von Portugal, was hier in Brasilien war, stark im Zuckergeschäft, aber vor allem dann hier in Java und den Molukken hatte man Kolonien, Gewürzhandel, das war das Thema, und gründete hier in dieser Provinz Banten in Westjava die berühmte holländische Stadt Batavia, die jetzt heute Jakarta ist, die Hauptstadt dort von Indonesien. Ja, das vielleicht sozusagen ein erster großer Abriss. Im 18. Jahrhundert gerieten die Niederlande immer weiter in die Defensive. Ich glaube, man kann nicht davon sprechen, dass sie irgendwie in die Krise geraten sind oder arm wurden, aber ja, der Handel stagnierte. Andere, die Großmächte, vor allem England,
aber auch Frankreich zogen irgendwie vorbei. Dennoch machten sie weiterhin ihre guten Geschäfte und Konsequenz auch aus dem auch ihrer Beteiligung im Erbfolgekrieg hier in Spanien war dann am Ende, weil das alles eher mäßig gelaufen ist, war es dann am Ende, dass sie eine ziemlich konsequente Neutralitätspolitik gefahren haben und einfach weiter ihre guten Geschäfte machen wollten und dadurch aber als wirklich aktiver, als Akteur in der europäischen Politik sich weitestgehend zurückzogen. Ja, liebe Leute, das war mein kleiner und sehr grober Rückblick, Ausblick, Ausblick kann man nicht sagen, Umblick auf die niederländische Geschichte. Jetzt kommen wir dazu, wie es hier bei uns aussieht. Wie ist hier der Stand der Dinge? Vielleicht beginnen wir damit, dass wir uns einfach mal das Landgebiet anschauen, welche Besitztümer wir haben. Wir haben also hier einen Teil der niederländischen Gebiete. Wallonische Gebiete sind teilweise nicht mehr in unserer Hand, so wie das ja historisch auch war. Was gibt es noch für Besitztümer? Ganz relevant sind hier Kolonialstaaten in Nordamerika. Neuholland, also historisch mussten die Holländer ja ihre Besitztümer an, das war ein Ergebnis eines dieser Kriege mit England, haben sie abgegeben. Also Neu-Amsterdam war ja, glaube ich, dann später New York, das spätere New York, haben sie an die Engländer abgegeben. Das ist hier nicht der Fall gewesen. Wir haben also hier noch Neuholland, ganz interessant, und holländische Louisiana und Nova Hollandia, also das hier starke Besitztümer in Nordamerika. Weitere Besitzungen natürlich hier Holländisch-Westindien, sehr, sehr reich und wichtig für unseren Handel. Dann haben wir hier Holländisch-Kongo, wo es derzeit einen großen Aufstand gibt, um den wir uns kümmern müssen, hier in Westafrika. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil hier ein sehr, sehr starkes, die Kongo-Flussmündung von uns dominiert wird. Sehr, sehr starkes Gebiet hier für uns, auch relativ produktionsstark mit wertvollen Rohstoffen. So, was ist noch zu erwähnen? Ist das unseres? Ich weiß gar nicht, nee, das ist Schweiz, hat die ähnliche Farbe. Wir haben dann hier vereinzelte Besitztümer hier in Dagon, wobei das nicht so ganz wichtig ist, wurde vermutlich gekauft. Relevant ist hier dieses Gebiet. Wie haben wir hier Provinz, vier Provinzen und dann vereinzelt, ich gehe mal auf die Diplomatiekarte, das dunkelgrüne sind die Briten, mit denen wir verbündet sind. Hier haben wir Asmat und hier noch eine Insel Sumba. Also hier hält sich das relativ in Grenzen, unsere Besitztümer. Soweit zu unserer Ausdehnung. Unsere wahnsinnige Macht und Stärke resultiert natürlich wie auch in der Geschichte vom Handel und das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist sehr schön, wie dieses Handelssystem die tatsächliche historische Verschiebung der Handelsströme nachvollzieht. Wir haben also jetzt hier ein Handelsvolumen im Ärmelkanal von 350. Das ist unglaublich. Und haben selbst nur 27%. Also wir sehen, die Briten sind noch mit Abstand vor uns hier. 54 haben diese. Also da wäre, wenn wir einen Handelskampf mit den Briten unternehmen würden oder wenn wir überhaupt mal Handelsschiffe dorthin schicken würden, da ist noch richtig viel Potenzial drin und schon jetzt haben wir sehr, sehr hohe Einnahmen aus dem Handel. 200 Gold. Das ist Wahnsinn. Mit einer positiven Bilanz von 140 bei voller Armee und bei vollem Armeeunterhalt. Also wir sind wirklich, wirklich reich und haben damit viel, viel Potenzial. Das ist sozusagen die große Stärke, die man durchaus auch noch ausbauen kann. Aber kommen wir vielleicht mal zu den Plänen an erster Stelle, das hatte ich ja gesagt. Achso, nein, bevor wir dazu kommen, noch vielleicht ein wichtiger Punkt. Wir sind tatsächlich, wie das historisch auch so einigermaßen ist, wir sind protestantisch, allerdings nicht reformiert. So, wir sind protestantisch und um uns herum sind katholische Gebiete. Das ist ganz interessant. Das gibt uns noch eine zusätzliche Legitimation vielleicht für den einen oder anderen Krieg. Also als erstes Ziel sollte es mit Sicherheit sein, hier diese nationale Entscheidung hinzubekommen, das Holländische Reich zu gründen. Und wenn das gelingt, wechseln wir, glaube ich, wartet mal, werden wir Niederlande, genau. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, also die Nation wechselt zu Niederlande, ob dann automatisch dieses Generalstaaten-Ding passiert.
Na, wir werden das sehen. Mal gucken, weil ich sehe hier, Regierungsrang ist Herzogtum. Ich weiß gar nicht, ob dann automatisch die Republik kommt oder ob das schon zu spät ist. Wie auch immer, das ist nicht ganz so dramatisch. Wir werden trotzdem hier unseren Weg gehen. Also das ist das erste Ziel. Was wir dazu brauchen, das war von mir bei der Entscheidung irrtümlich so gesagt worden. Wir brauchen in diesem ersten Schritt gar keine Gebiete von Frankreich, sondern ausschließlich Gebiete von hier von Utrecht, Geldern und Friesland. Das sollte machbar sein. Das sollte vielleicht auch eine der ersten großen Aktionen sein. Insofern schön, weil das ein Bistum ist, also auch noch eine zusätzliche Motivation. Allerdings sind sie verbündet mit Großbritannien. Da wiederum ist gerade aber die Situation günstig, diesen Krieg zu führen, denn Großbritannien und wir führen gerade einen gemeinsamen Krieg wiederum gegen Pasai. Das wird auch noch ein Thema sein. Und das führt dazu, dass Großbritannien nicht an der Seite von Utrecht stehen würde, wenn wir jetzt den Krieg erklären würden. Ihr seht es hier, sie würden nicht mitmachen. Das ist insofern eine ganz gute Gelegenheit. Das Problem ist, dass unsere Truppen hier sonst wo rumlaufen, wie sie teilweise anderswo brauchen. Also schaut euch das mal an. Hier wollen diese 48.000 Mann wollen den Landweg hier runterlaufen. Das sind so immer so frustrierende Erlebnisse, wenn die KI sowas macht. Das müsste ihr verboten werden. Naja, wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall ein Nahziel. Dann sollten wir ein zweites Ziel, also wenn wir über europäische Eroberungen sprechen oder Ausdehnungen, dann könnte man eine zweite Sache dann anschließen lassen, die etwas komplexer wäre. Nämlich es gibt hier die Mission Vereinigt die Heimatregion. Und ihr seht es, dazu gehören diese Provinzen. Also wir sollten auf jeden Fall bis Ostfriesland erobern. Das ist klar. Und es gehören noch weitere Provinzen dazu, nämlich Lüttich von Frankreich und Lützelburg von der Pfalz. Das heißt also, ein Krieg gegen Frankreich steht im Raum. Das würde ich auch deshalb passend finden, auch hier wieder die katholische Frage, auch deshalb passend, weil wir verbündet sind mit den Briten, das hatte ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, ne? Genau, ganz wichtig, wir verbündet mit den Briten und mit Hamburg. Und ja, das sind durchaus gemeinsame Interessen. Die Frage ist, ob die Briten in der Lage sind, hier vernünftig ihre Truppen rüberzubringen. Das wird sich zeigen, aber das ist durchaus eine Möglichkeit. Und das würde uns auch helfen, als zusätzliches Kriegsziel hier vielleicht Co zu bekommen. Die Seenmündung, weil die bringt enorm viel Handelseinfluss. Und das ist eine weitere Sache. Wir müssen unseren Einfluss hier noch ausbauen. Wir wollen noch viel mehr Geld bekommen. Und da, auch in die Richtung geht eine weitere Mission, wobei ich nicht weiß, ob die machbar ist. Dominiert den Handel. 75% oder mehr Handelsmacht im Ärmelkanal. Das wird schwer werden gegen Großbritannien. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt hier, das sozusagen in dem Zuge auch von Frankreich zu bekommen. Gut, das wären vielleicht potenzielle Ziele in Europa. Wir sollten auf jeden Fall hier diese Rebellion relativ schnell niederschlagen, denn sie sind schon hier dabei, die Unabhängigkeit zu erreichen. Das sieht im Moment gerade schon kritisch aus. Ihr seht es. Da gibt es einen gewissen Fortschritt in dieser Richtung. Da müssen wir was tun. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas machen, diesen Krieg gegen Pasai hier führen. An der Seite von Großbritannien, die hier schon engagiert sind mit 60.000 Soldaten gegen den Verbündeten von Pasai, die Bengalen. Also man könnte durchaus als Ziel sich setzen, diese Provinzen vielleicht zu erobern von Pasai. Vor allem so aus historischen Gründen wäre es natürlich schön, wenn man Banten hätte. Wobei das handelsmäßig jetzt nicht so relevant ist. Ja, ansonsten könnte man, eine Sache habe ich mir auch schon mal ausgelugt, man könnte natürlich auf diesem ganzen Weg, auf diesem Asien-Handelsweg noch den einen oder anderen Stützpunkt gebrauchen. Ein interessantes Ziel gibt es. Hier haben wir diese Provinz, die zu Flandern gehört. Und Flandern, ich weiß gar nicht, existiert gar nicht mehr. Oder wo haben sie ihre Hauptstadt? Ich habe es zumindest nirgendwo gesehen. Ah, schaut mal, das ist auch noch Flandern. Das ist ja bei uns auch in der Nähe. Also ein Krieg gegen Flandern um diese beiden Provinzen würde sich auch lohnen. Sie sind verbündet mit Bayern. Wahrscheinlich kein einfacher Gegner, aber dennoch denke ich ein machbarer Gegner. Auch Bayern. Nee, Bayern ist ein protestantischer Partner. Na gut. Aber hier geht dann der Handel vor, würde ich mal sagen.
So, Flandern ist auch protestantisch. Okay, gut, liebe Leute. Das war sozusagen ein erster Einblick jetzt hier in die niederländische Geschichte, in unsere holländischen Geschicke. Und ich kann euch schon mal vorwarnen, wir haben das nächste Mal unglaublich viel zu tun, um diese ganzen Detailentscheidungen am Anfang zu treffen. Da gibt es viel, viel zu machen. Wir müssen mit einer begrenzten Armee, wir haben, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Truppen wir haben, knapp 100.000, müssen wir jetzt hier mehrere Kriege führen, denn ich will diesen Utrecht-Krieg möglichst schnell beginnen. Wir müssen hier im Kongo agieren, wir müssen hier gegen Pasai agieren. Wir haben also drei Kriegsschauplätze. Unsere Flotten sind nicht optimal aufgestellt und so weiter. Und viele innenpolitische Sachen. Wir haben übrigens auch ganz interessant einen Landtag, mit dem wir hier bestimmte Debatten umsetzen können. Auch das bedarf unserer Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Also, es gibt genug zu tun und das beginnen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.